Fight or Flight. So viele Leute, weißt du, die groß reden über den Unterschied von Ring und Straße, kennen beides nicht. Oder wenn, dann höchstens eines von beidem, weil wie der Kommentierende hier so richtig gut sagt, deine Nerven kennen den Unterschied nicht, okay? Es macht für dich keinen Unterschied, ob Ring oder Straße, vor allem wenn es dann mal heiß wird. Wenn du nervös bist, wenn du Angst kriegst, ist das Gleiche. Ob das jetzt ein Vollkontaktboxkampf ist oder Kampf auf der Straße. Und wenn du glaubst, dass die allermeisten Menschen nicht grauenhaft nervös sind, dieses existenzielle Engegefühl bekommen in einem Vollkontaktkampf, dann täuschst du dich. Hast vermutlich noch nie einen gemacht. Viele werden schon so richtig nervös vor Sparring. Wenn du einfach weißt, hey, jetzt kommt da ein Mann und der wird dir ins Gesicht schlagen. Der wird versuchen, deine Gliedmaßen zu verdrehen. Der wird dir Schmerzen bereiten. Es kommt da nicht so groß drauf an. Die Nervosität ist tatsächlich immer die gleiche. Ich betone auch schon seit vielen Jahren immer wieder, dass das einfach hochgespielt wird. Der Unterschied zwischen Wettkampf und Straße wird hochgespielt, vor allem von denjenigen Leuten eben, die von keinem von beiden Erfahrung haben oder die zumindest keine Wettkampferfahrung haben, aber so tun wollen, als wären sie die absoluten Hirsche auf der Straße. Diejenigen, die dir das verkaufen wollen, dann tun sie gern so, als hätten die Wettkämpfer keine Ahnung vom echten Kampf, weil es ja so ein haushoher Unterschied ist. Aber die meisten Situationen auf der Straße sind, die allermeisten, sind gar nicht so unterschiedlich von einer Wettkampfsituation. Du hast einen Mensch, der will mit dir kämpfen, der kann halt meistens gar nichts und ist ultra aggressiv. That's it. Faust ist Faust, Gesicht ist Gesicht. Kommt nicht drauf an, wo und wann.